Herzlich willkommen hier bei Peter Meyers und bei LS15 Mod-Vorstellungen. Und zwar möchte ich euch heute vorstellen das Tatra 148 Pack V2.0. Den Link, den schmeiße ich euch dann in die Videobeschreibung mit rein. So, aus was besteht der? Wir haben 6 Module und zwar, also zweimal den Tatra, einmal in Blau, einmal in Orange. So sieht es aus, wenn eins der Module drauf ist. Zum Beispiel hier in dem Fall einfach nur Transport, für Transportgut, also für Getreide und KKG. So, was ich cool finde, erstmal die schauen verdammt alt aus, passen sehr gut zu Bandicoot-Map zum Beispiel. Dann kann man sie noch hier bei der Sosnovka verwenden, hier wo mein Mod-Spielstand entsteht. Und wie funktioniert das Ganze? Das Modul sieht so aus, wenn es drauf ist. Wir machen das jetzt bei dem Blauen, dass ich euch das mal kurz zeige. So. Sound ist auf alle Fälle meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Von innen sieht er so aus, wie er eigentlich sein soll. Einfach nur Gebrauch, also als Gebrauchsgegenstand. Ganz gut abgenutzt und so weiter und so fort. So, dann werden wir jetzt auf alle Fälle erstmal den Motor starten. So, dann fahren wir mal hier unter die Brücke. Sound ist natürlich auch nicht schlecht. Hupe habe ich noch gerne getestet. Wow! Die Hupe ist natürlich auch wieder der Hammer. Der Burner. So, dann fahrt runter. Und dann kann man ankuppeln mit Q. Ist ja üblich. Und mit der K-Bot-Taste 5 fährt man die Stützen ein. Das schaut dann so aus. Gut animiert. Und dann sind sie verschwunden. So. So sieht das Ganze aus. Dann gibt es noch zwei Hänger dazu. Zweimal Auto-Flak. Einmal für 15 und einmal für 20.000. So, mal schauen, dass ich da hinkomme. Ankoppeln. So, so hängt er jetzt. Ups. So, dann fahren wir schon kurz auf den Hof, laden mal was ein. Oh, was ist da los? Jetzt. Ei. Ja! Und da hängt er schon drin. Ei, ei, ei. Also es kann die ganzen haben 202 PS die Leistung. Also das, was man eigentlich braucht. Nicht viel. Und wir laden da jetzt mal kurz das auf. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze animiert ist, wenn das Zeug drin ist. Aber ich denke mal, wunderprächtig, Alter. Ich bin viel größer wie du. Uiuiui. Na toll, das ist wieder Mod-Vorstellung. Das passt mir nicht mit der Kameraführung. Wenn man da zu blöd hinkommt, dann ist man auf einmal in der Nahansicht. Also da sollte man vielleicht noch was fixen. So. Wir fahren jetzt erstmal drunter. Also den Spielstand habe ich mir jetzt gerade erst angelegt, deswegen stehen die Fahrzeuge noch so wie sie sein. Also wie von Anfang an. Weil ich immer gedacht habe, ich stelle das vor auf das Sosnovka Map, weil da passt es besser, meiner Meinung nach. Ach, wir müssen da drunter. Alter. Schon lange hier nochmal gespielt. Oh, oi, oi. Ja, das ist mit Deichsel. Mit Deichsel, das hasse ich. Sieht auf alle Fälle nicht schlecht aus, Sound ist auch gut, nur das mit der Kameraführung, das gefällt mir noch nicht. Da müssen wir noch schauen. So. Dann laden wir einfach mal Weizen ein und verkaufen Weizen gleich mal. Was kriegen wir denn wo? Hops. Da. Ich denke mal. Ja, Weizen, komm, Bäckerei. Ja, Bäckerei. Gleich hier um die Ecke. So, wir passen jetzt auf alle Fälle die 20.000 rein. Oder wie viel passen da rein? 15.000 hier. Und jetzt weiß nicht, welchen Hänger ich dran hängen habe. Ups. Auch 15.000. So. Halt.
Ach, Johnny. Nee, also das muss ich sagen, Kamera für die gefällt mir nicht. Also ansonsten, Fahrzeug ist genial. Passt dahin, wo ich es haben will. Sosnovka passt es voll. Cool drauf. Sound gefällt mir auch. Gut, ich weiß es nicht, ob bei dem Tatra der Sound wirklich so ist. Aber mir gefällt es, was ich so sehe. So, setzen wir uns mal rein. Spiegel sind auch animiert. Also nicht schlecht, Herr Specht. Aber Tacho und so weiter geht nicht. Also der ist einfach nur steif. Er hat steif gesagt. So. Ja, das könnte ja ein Lader sein, oder? Wer auf alte Fahrzeuge steht und auf richtig gebrauchte Fahrzeuge, die auch gebrauchte Spuren haben, ist das natürlich schon mal Anfang, das komplette Pack. So, jetzt schauen wir uns das dann an, wie es ist beim Auskippen. Ach, das gefällt mir überhaupt nicht. Also da müssen wir da bitte nochmal nachfixen. So. Auskippen. So, ach, der schmeißt es nach hinten. Der kippt sogar. Ja, das ist doch natürlich super. Der kippt sogar. Das gefällt mir. Aber es ist keine Hydraulikstange da. Naja, aber man kann es nutzen. So, und wie schaut es beim Hänger aus? Hopp. Und der kippt natürlich auch zur Seite. Schauen wir mal da, ob da Hydraulik, da ist er da. Da haben wir Hydraulikstangen. Also da ist super, der Hänger, genial. Beim LKW, naja, aber da kann man drüber wechseln. So, gut, das war jetzt die kurze Vorstellung vom Tatra Pack. Dann sind, wie gesagt, noch die anderen Module dabei. Da switchen wir mal schnell kurz hin. Das ist der Orangene. Dann Module, denke ich mal, für Rüben, Kartoffeln, bla 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 und Coca-G. Volumen weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht angeschaut. Können wir aber vielleicht mal gucken, wenn wir Let's Play davon machen. Auf alle Fälle, geiles Pack. Werde ich auf alle Fälle nutzen. Genau, so. Okay, das war's schon mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mod-Vorstellung wieder. Ich werde da jetzt gleich, dass ihr Bescheid wisst, die nächsten Tage ein bisschen mehr davon bringen. Nur mal so zur Info. Bis dann, tschüss.